Nee, die hebben jullie. Ja, hier gaat niet zo lang. Nee, ist schon gut. Weißt du, wir machen es so und dem sieht es aber gar nicht mehr so schlimm aus. Das stimmt, das ist gut. Ja. Ist gut so? Ja. Okay. Hey, liebe Leute. So, herzlich willkommen hier aus Malapascua. Ganz eine kleine Insel nördlich von Cebu. Die ist gerade mal etwa knapp 2 Kilometer hoch und irgendwie 200-300 Meter breit. Ist ganz bekannt vor allem für das Tauchen, und zwar Haifischtauchen zum genau sein. Und ich kann da schon mal ein bisschen spoilern, wir haben also auch Haifisch entdeckt. Könnt euch also freuen auf die Videos. Und ja, ist recht eine herzige Insel da, ist alles so ein bisschen Sand, Sandströssli, Sandwägli. Ich bin auch zum ersten Mal barfuß zum Hotel gelaufen da. Ist auch alles relativ schlicht gemacht, also mit Salzwasserdusche und ja, alles so ein bisschen Backpacker-Style halt, so wie wir es gerne haben, oder? Genau, ja, und in dem Sinn, viel Spaß beim Video und vor allem bei den Haifisch. Sie sitzen alle in einem Boot. Balle! Ja, Balle! Ja, der Dick's pooping. So let's go. Okay, bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.
Guten Morgen miteinander. Es ist 4:30 am Morgen. Es geht dann los zum Haifisch anschauen. Wir sind einmal früh unterwegs. Im Hintergrund hört man übrigens schon die ersten Vögel zwitschern. Ja. Ich nehme an, die Vorfreude ist mir ins Gesicht geschrieben. Oder so. Ja. So, ja, wir sind wieder weitergereist. Unser Aufenthalt in Malapascua war wirklich sehr, sehr cool gewesen. Wir hatten halt ein bisschen schwierige Umstände gehabt. Ja, ich habe es am Anfang des Videos gesagt, sandige Strassen, Salzduschen, hartes Leben. So ist es aber. Und hier in Cebu, ja, geht es halt weiter. Die Umstände sind wirklich, wirklich also an der Grenze. Wie ihr hier seht, also der Pool ist wirklich viel zu klein. Da hinten die Stühle im Wasser, da kommt man nur nasse Füße über, ist echt mühsam. Und ja, ich muss auch sagen, also unser privater Whirlpool ist also auch relativ eng bemessen. Und ja, ein bisschen kitschig gemacht hier mit den Lichtern und Düsen tun teilweise nicht so recht und es ist also wirklich an der Grenze, aber ich finde, wir überleben es knapp. Ja, für 53 Franken fürs Zimmer, also 26.50 Franken pro Person, hätten wir wirklich einen besseren Standard können erwarten, aber ja, das Leben als Reisender ist manchmal halt schon sehr hart. Ja, und jetzt geht es darum, sich zu verabschieden von der Valentina. Sie reisen heute dann weiter und ich auch.
sage euch aber natürlich nicht, wo es hingeht. Es weiss sowieso nur die Valentina, wo es bei mir als nächstes hingeht. Und ja, in dem Sinn könnt ihr schon gespannt sein. Könnt euch liken, kommentieren und folgen. Und in dem Sinn würde ich sagen, bis zum nächsten Abenteuer.